Da sind wir wieder und gehen auch gleich wieder zurück. Genau. In einer demokratischen Abstimmung, sie war wirklich demokratisch, haben wir beschlossen, noch die anderen Räume anzuschauen. Wir sind blutgeil. Ich wollte es nicht sagen, ich wollte uns nicht so erscheinen lassen, aber er hat recht. Meistens läuft unsere D&D-Session ja auch so ab. Der Gegner wird geschlachtet und was machen wir alle? Wir gucken nach dem Loot. Ach, sind die langsam. Das ist praktisch schon so, der Körper fällt noch warm zu Boden und die ersten hängen schon ihm dran. Wir sollten Sophia mal Haste geben, beim nächsten Mal resten. Haste hört sich nach einem Plan an, ja. Am besten alle Level 4 Zauber, nur Haste. Stahl und Öl. Stöhl. Öl? Ach, und Öl. Der Geruch von Stahl und Öl. So, Schurke. Warte, es gibt erst ein Massending. Habe ich gar nicht mehr, habe ich schon verbraucht. Ein Massending. Aber ich hole noch ein Ding hier. Du wirkst ein Tor. Ein Tor. Mal schauen, was kommt. Ich bin auch gespannt. Irgendwas, was uns auffrisst. Gar nichts. Auch gut. Ah, doch, da. Oh, ein Gargoyle. Ein Baal selbst. Nein, das ist ein Horn Devil. Ein Harry. Ein Harry, Harry Potter. Ja, links oder rechts? Links. Links ist näher. Das ist... Oh, Schwerter. Fliegende. Rein. Ich komm. Oh. Gut, dass ich draußen gewartet habe. So, draufschlagen. Zack, da ist irgendwo nur eins da. Oh, ein belebter Streithammer. Ist gut für jede Fleischerei. Ach, da ist noch eins. Zack. So. Hier, Schlosskisten. Oh, Rüstungsständer. Hier ist viel. Eine Brustplatte der verborgenen... So, hier haben wir einen Adamantitbarren, einen Mithrilbarren und ein Höllenfeuerpulver. Oh, kann jemand von euch schmieden? Das Pulver stecke ich gleich mal ein. Nein. Ich stecke einfach mal die... Möchte jemand eine Brustplatte der Verborgenen haben? Also wer die Barren tragen kann, bitte mitnehmen. Wir werden bestimmt irgendwann noch einen NPC kriegen, der schmieden kann. Guck mir die mal an. Die ist hier im Rüstungsständer. Ich guck mal den Waffenständer an. Eine zweihändige Axt. Danke. So, was haben wir denn? Geschicklichkeit ist doch was für mich. Werter Herr, bitte identifizieren Sie dieses Equipment. Die schwere Rüstung. Nee, das ist doch nichts für mich, weil ich kann bloß leichte Rüstung tragen. Ganz simple Axt plus 3. Pfeil, Bolzen, Schleuderkugel. Da ist leer. 1, 8, 10. Ach. Halt. 29. Auf jeden Fall, zack, die Axt habe ich so gepusht, die nehme ich. Oh, 1000 Pfeile. 1000 Pfeile? Boah, übertrieben. Will keiner die Brustplatte haben, oder was? Ich kann damit nichts anfangen. Ich wollte sie tragen zum Verkaufen später. Ja, dann nehme ich sie, ich kann die anziehen. Dann zieh sie an, wenn sie dir hilft. Wenn sie so an. Klar hilft die mir, ist besser wie die von Ritterrüstung plus 3. Hier, die kannst du gern verkaufen, sonst bin ich überladen. Ja, da war ja ein Helm dabei, das sieht ja aus. Die ganzen Bolzen nehme ich auch mal mit, die sind alle unidentifiziert. Benutzt jemand? Nee, ne? Nein. Ich habe meine Axt, ich bin glücklich. Da stecke ich mir gleich ein und benutze die mal. Ist die Rüstung wirklich besser als die Ritterrüstung? Keine Ahnung, aber sieht besser aus. Oh. Falle! Schon ausgelöst, wir können rein.
Oh, Waffenschmiede. Oh, geil. Ui. Rapier, Turmschild und Gürtel. Ich würde den Rapier nehmen, aber ich möchte erstmal, dass du das bitte ich meinst. Ich identifiziere erstmal alles, ja. So, das Schild ist ein Magusschutz. Der Gürtel ist Frostriesenstärke. Ist gleich was für ein Fighter. Ich leg's mal hin. Jawohl, super. Und hier ist was für ein Caster. Ein Zepter in der Statue. Und den Rapier lege ich auch hier hin, ne? Ich möchte ja was gut. Ich will nicht alles nehmen. Ich möchte den Gürtel haben. Nur. Gibt's denn das? Dass der Amboss so ein Hindernis wird. Ja. Oder ist der blöde Mephit? Was ist das für ein Zepter? Was hab ich eigentlich für ein Gürtel momentan drin? Magie-Bands. Die schimmernde Schärpe, was war das denn? Ach, nee, komm hier. Den Zepter nicht einer von euch benutzen? Der kann Magie bannen. Wäre gut, wenn das zwei Leute in der Gruppe können. Dann gibt's dem Schurken. Ich leg mal wieder hier hin. Oh, das Schild kann ich sogar benutzen, geil. Ach, ich bin ja Fighter. Hat jemand eine Einhandwaffe für mich, die er nicht braucht? Ich hätte jetzt noch einen Dolch über. Ja, gib her. Besser wie nix, ich hab nur Fäuste. Ach, du hast doch Fäuste aus Stahl. Nee, hab ich eben nicht. Yeah, Dagger und Riesenschild, das sieht geil aus. Was ist denn ein Schild so Besonderes hier? Intelligenz plus 4. Nee, minus 4. Oh, was? Ich glaube, das solltest du nicht unbedingt nehmen. Dann. Hier, die Ritterrüstung plus 3, will die keiner mitnehmen. Ach, warte, ich komme zurück. Ich kann ja so viel tragen. Ich habe ja genügend Stärke. Ach, die hat es schon eingesteckt. So. Naja, ich brauche Intelligenz ja nur zum Aufleveln. Ich habe ja jetzt noch 10. Oh, das nervt. Klick an und jemand an und wechsel. Oh. Ein Golem. Der Tisch befindet sich etliche Flaschen und Fiolen. Ah ja. Was hast du denn entfernt? Gar nichts. Er hat sich selbst vom Tisch entfernt. Also ich habe mich vom Tisch entfernt. Sieht nur ein echter... Bla bla bla, okay. Gelesen, wo finden wir etwas zu essen? Oh, hier sind noch mehr Golems. Ja, mit denen passiert aber nichts. Ah, okay. Oh, jetzt haben wir einen Golem. Das ist doch schön. Cool. So. Mehr gibt's hier nicht, ne? Ich glaube, das war's, ne? Ja. Na dann, auf in das nächste Gebäude. Oh, Handwerk Alchemie. Versuchen, eine Fiole mit Verjüngungsbalsam zu füllen. Ja, mach mal. Oh, mach. Verdammt. Verursacht Schaden. Ich hab mich gerade in die Luft Ja. Warte, ich muss Saphir mal heilen. Das war die Rache für ihren Meteoritenschwarm. So, lass nie wieder einen Krieger wie mich an eine Alchemietafel. Okay. Unser Golem hat ja auch Schäden bekommen. Ja. Mit ein bisschen Ton oder... Steine, die wir in die Kiste reinstopfen. Wir können das Ganze mit Kieselsteinen zustopfen. Mhm. Der Kieselgolem. Das Schild wäre eigentlich viel eher was für den Kämpfer hier. Ich bin auf Zweihand spezialisiert. Okay. Ich habe meinen Fokus auf die zweihändige Axt gelegt. Oh, der Golem ist aber schnell. Ich als Dex-Charakter hingegen echt lahm unterwegs. Was sind die kurzen Beine? Ist doch ein Zwerg. Was kurze Beine? Aber starke. Ja, das stimmt. Dicke, nicht starke. Starke, dicke. Ich bin als kleines Kind in den Zaubertrank gefallen. Nicht ins Bierfass. Nee, sag ich doch, Zaubertrank. Ah. Attacke. Was schießt denn da? Die Gegner. Links und rechts sind auch noch Gegner. Sehe.
Verdammt. Ah, verdammt, habe ich wahrscheinlich beide genommen. Na, es ist wie es ist. So. Okay, hier nach dem Kampf müsste ich mal resten. Jawohl. Obwohl, ein Kampf geht doch noch. Oder kommt dann durch die Wand, ne? Ah, die Tür ist aufgegangen. Ja, dann zaubert mal, ich komme nicht näher ran. Oh, Donny ist fast tot, du musst das sagen, wenn du stirbst. Oh, stirb fast. Ich halte dich mal eben. Wo bin ich denn? Ach, da bin ich. So, das waren jetzt alle meine offensiven Zauber, glaube ich. So, der ist auch gleich hinüber. Stirb, du Lump. Also Schaden mache ich nicht wirklich. Na, du musst mit Sneak Attack Schaden machen. Oder eben Aggro. So, eine Schriftrolle, eine Schriftrolle, eine Schriftrolle. Ich glaube, das war's für dich. Ich, nö. Ja, ich kann sie identifizieren. Ja, die kann ich alle. Massentodeschutz, aber die anderen beiden, die sind rot. Die sind was für die Magierin. So. Dann gib sie mir. Ah, hier hinten sind auch, ist auch nochmal ein Bücherschrank. Boah, das nervt hier. Schriftrollen, zwei Schriftrollen. Kannst du auch identifizieren, ist noch drin. Wieder beide für die Magierin. So, einen Raum gab's hier noch, ne? Was? Nee, das doch, war's. Doch. Nein, direkt im Eingang war eine zweite Tür. Ihr seid daran vorbeigerannt. Ach, Tatsache. Ja, okay. Noch ein Bücherregal. Und noch eine Schriftrolle. Nicht. Na, wer hätte das gedacht? Kein Schatzplan, kein verborgenes Manuskript. Hm, das war's, ne? Ja. Wolltest du noch gerade rasten? Stimmt, können wir eben mal rasten. Ja. Dann müssen wir uns die Zauber von Saphir umstellen. Damit sie Hast hat. Will das mal eben einer machen, dann stelle ich bei mir mal eine Massenheilung rein. Ich gebe ihr mal mehrmals Hast. Alles auf Level 4, nur Hast. Hast, 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 ja. Und nehmen wir den mit dem Ohrschwamm weg. Ja, wollen wir wegnehmen? Sonst ja, ich weiß nicht. Noch um. Aber es ist ein guter Zauber, ne? Ich ja, ich meine, der macht schon ordentlich Damage, aber halt. Wollen wir wirklich die Steinhaut und mächtige Unsichtbarkeit etc. rausnehmen? Wo ist denn eigentlich Stufe 4? Hat die überhaupt Hast? Klar hat die Hast. Sollte sie eigentlich haben. Was war das denn gerade? War... Ach, Hass ist Stufe 3. Oh? Ja. Ja, stimmt. Ist Stufe 3. Stufe 4 war Feuerball. Kommt jetzt hier ein. So, ganz 5-6 Mal Hast. Sehr gut. Oh, dann darfst du rasten. Ich gebe gerade einmal auf den falschen Charakter geklickt und schon ist mal wieder unsichtbar. Sollen wir auf den 5. Grad geben? Wollen wir die Todeswolke geben? Nein. Fortschicken, Gedankennebel oder Kältekegel? Gedankennebel. So, und auf dem 6. Grad, da haben sie auch noch. Die mächtige Steinhautauflösung, Stein zu Fleisch oder Steinkörper? Auflösung, Auflösung, alles. Disintegrate ist ein super Zauber. Hat's jetzt dreimal. Gut. Rasten? Raste jetzt. Ihr müsst die Gruppe vor dem Rasten sammeln. Sind wir alle da? Nee, ich bin schon am Ausgang. Warte, dann gehe ich immer durch. Dann rasten wir. Wenn es jetzt eilig hat. Herrlich. Sammeln leicht gemacht. So, dann halt jetzt. Sehr gut. Saphir, dann mach gleich mal hier Gajing. So, jetzt kommen wir hier durchhasten. Ach, herrlich. Oh, ist das schön. Lass mich vor. Ja, du bist echt stumpf. Oh, ist der groß. Total verwöhnt, der Herr hier. Ja. Schrecklich. Ganz schrecklich.
Hey, hat sie die gerade beide einfach so umgebracht? Ich hab draufgeschlagen. Scheint eine Sackgasse zu sein. Meine Elfensinne. Oh, ein großes Windelementar. Ach, das ist ein Dachs. Ein Dachs? Und ein Vielfraß. Toll. Einmal auf den falschen Charakter geklickt und meiner castet schon was. Gleich mal abschalten. Das ist so gar nicht. Dass man hier durch alle blockiert wird. Und auch nicht vorankommt. So, bis man da ist, ist natürlich alles schon geschehen. Eine Truhe. Verschlossene. Und eine Falle. Ach, kriegen wir hin. So. Warum muss man den großen Bären widmen? Greif doch an. So. Oh, ich glaube, die Truhe hat sich. Oh, da ist ein Amulett zerstört. Amulett des unbeugsamen Willens. Rüstungsbonus gegen Feenwesen 5. Zauberimmunität gegen Monster beherrschen, Monster bezaubern, Person beherrschen, Person bezaubern, Person oder Tier bezaubern. Wer will's haben? Ich leg's einfach mal hier hin. Wer ist zuerst stimmt, hat's dann. Was habe ich denn hier für ein Amulett? Der natürlichen Rüstung. Donny, nimm du es dir. So, was sagt eigentlich der Timer? Wir können aufhören und noch 2-3 Minuten machen. Dann machen wir 2-3 Minuten. So, dann gehen wir in den nächsten Raum, ne? Wir hasten in den nächsten Raum. Nanu, hinter uns, vor uns, überall. Wehr dich. So, und erlegt. Och, das blockiert, ich komm nicht hin. Ah, blöder Golem ist mir gerade ins Fahnenkreuz gelaufen. Muss die denn in den Nahkampf gehen, die blöde Hexe? Ja, das oder Meteorschwärme. Ist dir lieber. Wir hätten erstmal die kleine Höhle unten machen müssen. Sonst müssen wir nicht gleich wieder zurück. Oh. Ich glaube, da war eine Falle. Mhm. Eine Keule und eine Rüstung, beides nicht identifiziert. So, die Keule ist eine Teltor-Schenkelknochen. Ist eine, ja, 1W6 Wuchtwaffe. Einmal pro Tag ätherischer Ausflug und +4. Braucht jemand einen Knüppel? Ja. Das andere ist eine Fellrüstung +4. Braucht die jemand? Donny vielleicht? Hört sich an, als könnte ich die gebrauchen. So eine leichte Rüstung. Ist es eher leichter. Dann nehme ich den Knüppel in meine Hand. Ist besser wie der Dolch. Was ist ein ätherischer Ausflug? Okay, ich kann sie nicht nehmen. Du bist so ätherisch. Ist eine mittelschwere Rüstung. Oh. Ja, ich nehme sie halt mit und verkaufe sie. So, wollen wir dann mal speichern? Ja. So, ich
würde sagen, wir brechen jetzt erst, machen erstmal eine Aufnahme-Stopp und dann speichere ich. Okay, gut. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.